geistiges Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich hab mich verschluckt. The Healing. So eine Kacke. Eigentlich könnte ich die Aufnahme löschen jetzt, ne? Aber weißt du was? Alles fake, alles fake. Ein echter YouTuber, ein echter Let's Player, der verschluckt sich nicht. So, pass auf. Und zwar folgendes. Eine Woche her, wa? Ja, weil Arbeit. Aber egal. So, hat ein Update gegeben. Das ist mir irgendwie in Gang. Wisst ihr, warum es ein Update gegeben hat? Keine Ahnung. So, los geht's. Zoe Pipoe und Winnie Winnie Mini Würstchenkette. Es hat sich keiner darüber beschwert, dass es über den asiatischen Dialekt. Ich gebe mir noch Mühe. Ich arbeite noch dran. Okay, weiter geht's. Warte mal. Nimm mir die mal mit als Dings. Ah, jetzt schreibt Zoe ins Privat. Das ist ja nicht mehr die Daylight-Gruppe, ne? Hallo. Achso. So. Es gibt einen Grund, wieso Winnie so übervorsichtig ist. Ihre Schwester, Dr. Crow, hat ihr etwas Schreckliches angetan. Winnie wird dir sicherlich gleich davon erzählen. Dann wirst du sie verstehen. Alles klar. Winnie, ich verstehe dich. Also. Achso. Halt. Achso. Also, Winnie. Lass uns mal Winnie nochmal checken. Warte mal, das Profilbild finde ich geil. Das Profilbild finde ich geil. Das finde ich cool. Sieht gut aus. Auch ein hübsches Mädchen, ne? Ich meine, das haben die ja drauf, ne? Die Jungs, ne? Also immer so hübsche Ladies am Stissel. Guck mal hier, was für ein geiles Tattoo, ey. Ich schwöre, wenn ihr ins Schwarzlicht geht, das ist ein geiles Tattoo. Habt noch nie jemand damit rumlaufen sehen. Ja, ja, das ist auch ein hübsches Ding, ne? Ich denke, du solltest Tom Schiff von den schrecklichen Dingen erzählen, die euch damals zugestoßen sind. Hi. Es fällt mir immer schwerer. Noch ist es schwerer, darüber überhaupt zu sprechen. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn ich euch... Alter. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn ich euch Screenshots und Bilder von damals schicke. Ja, geht in Ordnung. Ja, okay, aber beeil dich. Das kannst du beurteilen. Ja, geht in Ordnung, Winnie. Hau rein, Winnie. Winnie-Lein. Okay. Ich suche die wichtigsten Dinge zusammen und schicke sie dann durch. Ich melde mich schnellstmöglich. Versprochen. Alles klar. Danke. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ja. Okay, sie ist nun offline. Was passiert jetzt? Dr. Crow, wir haben eine Nachricht von... Oh. Verbindung wird aufgebaut. Okay. Dr. Crow zu JK. Dr. Crow JK. Verbindung wird aufgebaut. Verbindung erfolgreich hergestellt. Live-Übertragung wird gestartet. Ich vertraue Ihnen, aber ich kann nicht riskieren, dass Ihre Tatendrang die größte Heilung gefährdet. Auf keinen Fall, Meister. Ihr Vertrauen bedeutet mir so viel... Und ich werde Sie nicht enttäuschen. Ihre nächste Aufgabe wartet schon. Weisen Sie Tomji den vorbestimmten Weg. Oh, nein. Leit mich da raus. Selbstverständlich. Tomji und ich werden uns wunderbar verstehen. Was? Ist das Winnie? Und auch er wird schon bald Bekanntschaft mit meiner Freundin machen. Ebenso wie die anderen Probanden. Hä? Nein, ich habe mich umentschieden. Wir nehmen mal ein neues Profilbild. Nehmen wir das? Oh Gott. Oh Gott, B. Ich finde, Puppen sind so gruselig einfach. Dann nehmen wir mal das. Okay. Wobei Winnie ja auch klasse war, ne? So. Weiter geht's. Immer die Screenshots, ne? Ja, aber man muss ja arbeiten und man kann sich auch Zeit sparen, ne? Man kann sich auch Zeit sparen. Ihre Freunde? Reden Sie von den Puppen? Oh Gott! Richtig, Meister. Meine Puppen sind meine Freunde. Blablabla. Hören Sie! Ich ließe nur aus einem Grund zu, dass Sie Ihre Puppen zur Überbringung meiner Botschaft nutzen dürfen. Diese unkonventionelle Methode schürt zweifelsohne die Angst in unseren Probanden. Und Angst ist ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Bekomme ich aber mit, dass Sie und Ihre Methoden der Heilung im Weg stehen. Werde ich den Weg ohne Kompromisse freiräumen.
Verstehen wir uns? Ja, er hat es nicht verstanden. Okay, SES. Natürlich, Meister. Ich erinnere Sie nur an diesen durchschlagenden Erfolg. Das ist wichtig. Oh, super. Die Verbindung ist zu schwach. Wir können das leider nicht mehr sehen. Fehlerhafte Übertragung. Damit konnte ich doch beweisen, dass ich Ihnen und der großen Heilung treu bin. Dies hat sich ja in der Tat als nützlich erwiesen. Oh. Danke, Meister. Verlassen Sie sich auf mich und meine Freunde. Charlie will nun endlich Tom-Gee näher kennenlernen. Ach, und denken Sie daran, dass Probandin 0408 geheilt werden kann. Das wird sich schon bald zeigen. Ich zwinge niemanden, das Wunder meiner Heilung anzunehmen. Sie sind so unfassbar gütig, Meister. Es läuft alles, wie ich herausgesehen hatte, Darth Vader. Nein, es läuft alles nach Plan. Oh, Mensch, kein Signal. Schade eigentlich, Übertragung abgebrochen. Ob die noch weitergeredet hätten? So, was machen wir jetzt? Was essen wir heute Abend? Oh, Erbsensuppe, da habe ich mal wieder total Lust drauf. Oh, nicht schon wieder Erbsensuppe. Tom-Gee, hast du es mitbekommen? Du meinst den Chat zwischen Dr. Crow und diesen J.K. Knight? Ja, was hältst du davon? Ja, Oh, er vergöttert diesen Dr. Crow regelrecht. Der hat definitiv mehr als nur eine Schraube locker. Er scheint auf jeden Fall ein fanatischer Puppenfreak zu sein. Nimm mir die Schraube, die locker. Ja, definitiv. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Dr. Crow nicht alleine arbeitet. Und dass dieser Freak auch durch die Botschaft mit den Puppen hinterlassen hat, euch die. Was wir jedoch nicht wissen. Wer ist dieser Typ und warum hilft er diesen Wahnsinnigen? Verflucht, vielleicht hätte das Bild einen Hinweis gegeben. Die ganze Sache wird immer verrückter. Das gilt es herauszufinden. Anstatt Antworten tauchen immer mehr Fragen auf. Aber darauf ist wohl nichts zu erkennen. Aber er ist doch ein Hacker, er kann doch bestimmt so programmarbeitungsbedingte Bumsen machen. Also wenn ich jetzt Carsten anrufen würde und sage, Carsten, ich habe da mal ein Bild, der wird dieses Bild klar machen, denke ich. Ne, Carsten, das wird zu tun. Ist bei dir auch nur dieser Pixelhaufen angekommen? Leider ja. Es scheint, dass die Übertragung fehlerhaft war. Das Signal war nur zu schwach. Fuck, und jetzt? Erinnerst du dich? Ich habe so ein paar Dinge auf dem Kasten, wenn es um solche Sachen geht. Na, das meine ich doch, Shadow. Du meinst, du kannst das Bild irgendwie rekonstruieren? Was willst du da machen? Das Bild ist für die Tonne. Also, wenn du hier das wieder hackst, dann kriege ich das schon hin. Es besteht die Möglichkeit, unvollständige Datensätze mittels KI neu zu berechnen zu lassen. Vor ein paar Jahren war das noch undenkbar. Na, heute nicht mehr. Aber die Ergebnisse können sich heutzutage echt sehen lassen. Und da es sich bei diesem Bild streng genommen auch nur um Daten handelt, kann es gut sein, dass wir es zumindest teilweise rekonstruieren können. Du meinst echt, das funktioniert schon krass, was heute alles geht? Das klappt doch nie im Leben. Das Glas ist halb voll, Leute. Ein Versuch ist es wert. Meinst du nicht auch? Aber sichi, Diggi.
Naja, wir haben zumindest nichts zu verlieren. Hast recht. Mehr Team kann ganz nicht. Auf das Ergebnis bin ich ja mal gespannt. Pass auf, Domji. Übernimm du das bitte. Hä? Ich? Wenn du die Daten um weitere 65% rekonstruieren kannst, sollte man etwas erkennen können. Ich bleibe weiter an Dr. Crow dran, solange er noch online ist. Okay, Doki, war ja klar, dass wir es machen müssen, so. So, Shadow. Ich hätte aber auch gerne mal gewusst, was steht. Wow, was ist das denn? Hippie-Gruppe, VIP-Tickets, Gewinnspiele, die besten Preise. Demnächst, Tickets zu verkaufen, Suffering Souls. Das ist das, wo da die seine Ulla drauf reingefallen ist. Ich habe den Namen vergessen. Sieh mal an. Ich wusste es. Mit diesem Dust hier stimmt etwas nicht. Das bedeutet also, J.K. Knight und Dusty sind ein und dieselbe Person. Dieser Dusty hat also die ganze Zeit mit Dr. Crow zusammengearbeitet. Dann war es also J.K. Knight, der Clara in diese... Oh, warte mal, mein Auge juckt, der die Karten verkauft hat. Ah, Auge juckt. Ui. Oh, manchmal ist es so befriedigend. Wenn etwas juckt und man kratzt es, dann ist das dann befriedigend. So, was sind wir denn jetzt? Das bedeutet also... Okay, zusammengearbeitet, dann okay. Richtig. Und er steckt auch hinter diesen gruseligen Puppen, die Bernd und die anderen erhalten haben. Dem Chat nachzuurteilen, scheint eine ziemlich kranke Obsession zu haben. Was Puppen angeht, ich werde mir diesen Dusky Arca J.K. Knight mal etwas genauer ansehen. Vielleicht solltest du in der Zwischenzeit einfach mal damit konfrontieren. Ihm sagen, dass wir wissen, wer er ist. Alles klar, ich versuche es. Klar, Papi. Ich denke, das sollten wir besser allein lassen. Nein, wir machen das. Okay, halt mich auf den Laufenden. So, Shadow. Shadow mit Doppel-O und ein W hinterher. Der ist ziemlich schwer. Bitte weiter. Achso, neu. Alles klar. Das sieht Digga. Ich hab dich durchschaut, J.K. Knight. Du kranker Mischkerl. Warum zur Hölle tust du das? Man könnte eigentlich alles drei auf einmal nehmen, ne? Oh, er hat's gelesen direkt. Sofort online. Bangs. Das wünsche ich mir auch manchmal, wenn ich Leute anschreibe, dass sofort Bangs online werden. J.K. was? Also, J.K. was? Ey, Digga, wovon redest du, Mann, ey? Klares Verschwinden, du steckst dahinter. Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß es. Genau. Bruder, ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Vielleicht sollten wir deinen Meister dazu befragen. Oh nein, bestimmt hat er wahrscheinlich so einen sexuellen Triebtat, hätte ich mal gesagt, Fetisch, weißt du? Oh, das ist unsere kleine List tatsächlich aufgeflogen. Oh, Kacke, du bist so schlau. Ich hab da schon fast... Nun denn, auch das beste Geheimnis kann dich ewig aufbewahren, Bruder. Charlie und ich freuen uns schon, dich kennenzulernen. Wir werden uns schon bald bei dir melden, ja? Wir möchten deine Freunde werden, Bruder. Doch vorerst, die Heilung muss vollzogen werden. Was meinst du damit? Meinst du etwa Lucy? Was habt ihr mit ihr vor? Digga, wenn ich dir das sage, dann bringt er mich um. Okay. Wie dem auch sei, mein Gott, ist der dumm wie mir der Feldweg? Warum gibt er das denn zu? Er hat gesagt, Digga, ob du dumm bist? Weißt du, so das hätte ich gesagt irgendwie. Aber nicht sagen gleich, hier, Bruder, du hast voll recht, meine List, bla bla, blub blub. Mein Gott, bist du dumm, Dusty. Okay, Domji, Zoe. Zoe ist nur online. Man ruft und man kommt. Das ist nicht schlecht. Anrufen geht auch.
Hey, Winnie! Ich habe euch ein paar Sachen von damals rausgesucht. Oh Gott, das hat alles wieder mit mir aufgewühlt. Ich weiß, dass dieser Schritt nicht einfach für dich ist, Winnie. Achso. Ich weiß, dass dieser Schritt nicht einfach für dich ist, Winnie. Okay, also. Ha, es ist jetzt schon einige Monate her. Wir wurden plötzlich eine merkwürdige Gruppe hinzugefügt. So wie ihr. Die merkwürdige Gruppe. Ich kann diese Plage ein für alle Mal vernichten. Ich kann das, nur ich. Leute, der Typ jagt meine Scheißangst ein. Achso. Leute, der Typ jagt meine... Sehr inspirierend. Und inspiriert er wieder rein. Der Typ hat Langeweile und spielt ein Spiel mit uns. Ein Scheißspiel. Wer weiß. Vielleicht ist das Ganze ja so eine Art versteckte Kammer. Und wir kommen ins TV. Werden wir berühmt? Ach, das hat Winnie Binnie geschrieben. Okay. Ja. Aber Winnie gehört auch dazu, denn nicht? War da nicht irgendwas? Ich meine ja, Winnie gehört doch dazu, da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Anfangs machte er sogar ein bisschen Spaß. Ich dachte, ich das ganze Welle, ach verdammt, ich will überhaupt nicht davon der Decke. Bitte erzähl weiter. Ich mag gerne so reden. Hi. Glis, meine beste Freund, war von Anfang an misstrauig. Ihm machte die ganze Sache Angst. Aber viele anderen fanden es irgendwie spannend und aufregend. Was sollte uns auch schon Großartiges passieren? Es war nur eine Stadt. Im schlimmsten Fall, ihr liegt in ein gelangweilter Spindel. Wir fühlten uns nichtel. Bis... Einige von uns plötzlich diese schmierleeren Elefanten voll der Haustüdel an den Briefkästen Tiere sind ohne gemalte mit Blut. Ähnlich wie bei euch die Puppen. Genau. Oh, das ist aber schön. So, Leute, wir haben jetzt wirklich genug Beweise. Ich werde das Ganze jetzt der Polizei übergeben. Achso, hat sie geschrieben. Falsche Entscheidung. Ziehe das Unheil an. Eine Seele wird verstummen und ihr letzter Mut verblassen. Steck dir deine Drogen sonst wohin. Die Polizei wird dich finden. Arschloch. Okay. Konnt ihr herausfinden, wofür die Tiersymbole standen? Er verfährt anscheinend immer nach dem gleichen Schema. Wahrscheinlich nach den Phobien derjenigen Leuten tatsächlich. Nein, leider nicht. Aber uns wurde trotzdem schnell klar, dass es keine Scherz war. Deswegen entschied ich mich, die Polizei anzurufen. Schwer so zu lesen, ne? Verflucht, hätte ich das nicht tun sollen. Wieso, was ist passiert? Sorry, ich kann das nicht. Ich kann nicht darüber sprechen. Winnie, wir müssen diesen Psychopathen das Handwerk legen. Achso. Schon um deine Schwester willen. Sie heißt übrigens Fanny. Was ist mit deiner Schwester? Könnt ihr endlich mal Klartext reden? Wie wär's mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, Tom G? Nee, kommt mal zur Sache. Verdammt, ich fühl mich so schuldig. Also meine Schwester Maya. Ach, ich dachte, er ist wie... Naja. Obwohl wir uns schon immer gut verstanden haben und sogar zusammen wohnen, waren uns in Klassen schon immer sehr unterschiedlich. Sie hatte damals ein Ticket für eine Konzertle gewonnen. Hier ging deine Metalband
Keine Ahnung, sie stand auf Liesenklach. Früher habe ich das gehasst. Aber mittlerweile vermittelt sich es. Das Konzert war an einem Freitagabend. Ich weiß noch genau, wie sehr sie sich dann freute. Als ich Samstagmorgen nicht auf sie zurück war, habe ich noch nichts dabei gedacht. Ich bin davon ausgegangen, sie hätte nach dem Konzert bei einer Freundin geschlafen. Ups. Durch irgendwann fing ich mir an, Sorgen zu machen. Ich versuchte, sie zu erleichtern, verleblich. Sie war von Erdboden verschluckt. Okay. Ich merke das schon, ihr werdet schon wieder gestresst bei mir. Kinderchen, wir glauben, breaken das hier mal eine Runde ab und wir sehen, was uns die liebe Winnie. Sag mal, findet ihr es gut so, wenn ich das so mache? Oder soll ich doch lieber Winnie irgendwie anders quatschen? Es ist sehr, sehr anstrengend. Und es klingt mir nicht immer, das gut zu machen. Und das soll, wie gesagt, no racism. Das ist einfach nur just for fun und als Unterhaltung. Ne? So, Kinders, ich sehe uns und ich sehe euch und ich höre euch in der nächsten Folge. Also, tschüssli, Müsli, Küsschen aufs Nüsschen.